Ich bräuchte sowas aber eigentlich nochmal. Da wird's jetzt ein Problem, weil das... Da schließt sich mir so dieser Zugang noch nicht so ganz. Jetzt müsste ich da einen... Raum zumachen. Wo ich da erst nochmal, hoppala, auf der Karte gucken muss, wie denn der ursprüngliche Nutzen dieses Raumes ist, war, ob es überhaupt einen Nutzen dieses Raumes gibt. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Es geht um die Mädchentoilette im zweiten Stock. Der ein oder andere mag wissen, was ich damit meine. Das wäre nämlich hier oben, dann einer dieser Räume hier. Also nicht einer dieser Räume, sondern ziemlich genau dieser Raum hier. Aber vielleicht ist es dann auch ein anderer, der wäre auch so klein irgendwie. Eigentlich wäre der zu klein. Ich guck mal, ob es noch irgendwie woanders die Möglichkeit gäbe. Also direkt beim Krankenflügel finde ich es halt auch eher... schwierig zugegeben. So. Was läuft denn da gerade so Trauriges? Das ist wieder Medieval Engineers. Ach, das wollte ich ja auch irgendwann mal machen. Ja, ja, man kommt zu nichts, man kommt zu nichts. So. Meine Fresse, geht's hier schon tief runter mittlerweile. So, was habe ich denn an Schlappe? Nix. Wo sind die ganzen Schlappe hin? Wo sind all die schönen Schlappen hin? So macht Treppe bauen keinen Sinn. Es ist es. So, und wir fangen an. Wir fangen an. An dieser Ecke. An dieser Ecke, 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 Ecke. An dieser Ecke. Jo, an dieser Ecke wollen wir anfangen mit Bauen. Diese Ecke, da geht es los ganz genau an dieser Ecke. Da sind wir dabei in dieser Ecke. Ja, ja, genau da, wo hier die Kiste steht, die so scheiße ist. Drum hau ich sie kaputt. Die blöde kleine Sau von Kiste. 1, 2, 3. 1, 2, kleine Kiste, du lässt mir heute keine Ruhe. Was ist nur los mit dir? Du bist aus Holz, nicht Papier. Warum sollst du auch aus Papier sein? Denn das macht doch keinen Sinn. Genau das, was ich hier grad lustig vor mich her sing, macht alles keinen Sinn. Ist im Gesamten ziemlich blöd. Schön bekloppt, ganz schön doof. Ist scheiße, sag ich ganz ehrlich mal. So eine Scheiße. Ich sing es trotzdem nochmal. Nämlich Spinnenaugen. Nein, nicht wieder die Spinnenaugen in der Kiste. Ich hab's versucht, ich hab schon den Anfang des Liedes gehört und hab gedacht, naja, du kannst jetzt nicht anfangen, du bist gerade in Singlaune, aber du kannst jetzt mit diesem Lied nicht anfangen, irgendwas vor dich hinzutrellen. Du landest früher oder später wieder bei den Spinnenaugen. Ja, es ist, ich komm einfach von dieser Nummer nicht los. Ich könnte jetzt sagen, ich brauche einfach mal wieder Scheiße. Ich brauche einfach mal wieder Scheiße. Ich hab so lange keine Scheiße mehr gehabt. Ich hab viel zu viel von dieser Scheiße hier. Scheiße. Mal wieder neue Musik, um da mal wieder von wegzukommen, aber... Gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Kann man nur so doof sein, so blöd
zum Bauen. Ich kann ja meinen Augen kaum trauen. Das ist ja peinlich, was du hier versuchst abzuliefern. Peinlich, sowas hab ich auch noch nie gesehen. Und ich kann's nicht verstehen. So, jetzt brauchen wir erstmal mal diese. Ich mag dieses Lied einfach, weil es so schön beschwingt und lustig ist. Ich find's gut, aber es erinnert mich an Spinnenaugen jedes Mal aufs Neue. Ich bleib dem Spinnenaugenlied prinzipiell treue. Ich hab den treue Schwur geleistet meinen Spinnenaugen. Ach Mann. Blöder Kackblöder. Dummer Scheiß. Das ist weiß. Macht keinen Spaß. Ich weiß das Gras. Ich bin tot, weg. Das macht keinen Sinn hier. Nee, das macht keinen Sinn, weil es komisch aussieht. Aber es ist gar nicht komisch, denn so gehört's. Warum ist das eigentlich so? Es ist doch keine. Du sprengst mir meine Treppe nicht! Das kann doch so nicht gewesen sein. Was ist denn das so schepp hier? Doch, das geht hier schräg rüber. Ist eigentlich auch lustig. Kann man auch machen. Kann man alles machen, muss man alles nicht machen. Alles kann, nichts muss. Das kennen wir ja. Dann geht es halt eben so schräg rüber. Na 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 na. Ja 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 und falara. Ich bin jetzt weg. Morgen wieder da. Tschüss. Na, passt doch überhaupt nicht von den Folgentrennungen her. Was erzählst denn du? Bist du auf Droge? Hast doch. Ist ja gekifft oder was? Nein, ich bin immer so. Vor allem dann, wenn ich bin froh. Dann singe ich einfach vor mich hin. Die Leute nervt doch, ist nicht schlimm. Gute Nacht, da draußen, Freunde. Gute Nacht. Ich hab keine Steine mehr, deswegen gehe ich heim und pack mir neue ins Inventar rein. Aber ich hab noch ein bisschen Glas. Das könnten wir hier noch anbauen. Wenn ich mich gerade mal spontan erinnere, wo ich hin muss. Ich muss dahin. Und 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 da muss ich nicht mehr hin. Hey, du brennst! Guten Tag, Dubinsky. Mann, hier ist auch alles grau und grau, ich hätte am Bitterfall bleiben können. So! Fensterkreuze! Okay. Das ist das soweit. Dann fehlt eigentlich, genau, hier haben wir schon mal angesetzt. Ja, das sind hier diese Räume, die irgendwie Boys Bathroom, Girls Bathroom steht hier, aber die sind halt schon auch eher klein und das Zimmer in der Mitte, was hier als Krankenflügel gilt, ist halt auch eher knuffig. So, hier haben wir noch diese Ecke. So, wenn ihr runterspringt, ist glaube ich, zählt zu den weniger schlauen Ideen. So, also wir haben hier eine Treppe. Ach ja, wollte ich auch noch mal gucken. Habe ich vergessen, weil ich da irgendwie Räume habe, die irgendwie keinen Zugang haben. Da wollte ich nochmal auf der Karte gucken, wie das so gedenkt worden ist. Von verschiedenen anderen. Wie die sich da so gedenkt haben in ihre Köpfe drin. Scheiß Monsterprojekt da. In jeder Hinsicht. Den Lackaffen da im Keller überall. Kacke da.
Kautentrupp. Hat überhaupt keiner eingeladen. Was machen die hier? Tja. Ich weiß, was das ist. Mit den ganzen Zombies und so. Das ist der Parteitag von der AfD. Wer hat die denn hier reingelassen? Ich meine, freie Meinungsäußerung hin oder her, aber irgendwo hört es doch auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Problem. Das Bett. Ja, komm, das liegen sie ja. Hol ich mir gleich wieder ab. Da bitte. Didi, 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 ratatatzung. Ich bin ein Gesangstalent. Geh zu DSDS. Der Wald. Nee. Wobei kommt schon eigentlich irgendwie cool, finde ich. So von der Gesamtschönheit her, dass dieses Feld so direkt am Wald ist, ist ja auch eigentlich so üblich, ne? Dass man so ein bisschen hier so durch die Lande läuft, dann hat man die Felder immer direkt am Waldrand. Gut, was aber auch im Endeffekt daran liegt, dass ja die Lande früher, ich weiß, nur aus Wald bestanden. Es gab zwischendurch auch mal so große Wiesen, klar, aber gerade hier in der Gegend war eigentlich das meiste wirklich Wald. Und das ist ja dann geradewegs irgendwie abgeholzt worden, um hier Felder pflanzen zu können. Und dann sieht das halt immer so aus. Ich finde das eigentlich schon irgendwie urig, ne? Urig Geller. Ja, so ein Keller gebaut, das ist ein Urig Keller, ne? Das ist so ein voller Urig Keller. Kannst du voll tolle Sachen machen, nur nicht Löffel drin lagern, die verbiegen sich immer. In meinem urigen Keller. Hoppla. Wollte jetzt nicht die Stiefel ausziehen. Entschuldigt kurz diese kurze Geruchsbelästigung. Also diese da. Ja, Entschuldigung, ich laufe jetzt seit, ich weiß nicht wie viel, Monaten eigentlich schon in diesen Kacksandalen rum. Natürlich müffeln meine Füße dann irgendwann. Was dachtet ihr denn? Kann ich ja auch nicht ändern jetzt. Was soll ich denn machen? Ja, was glaubt ihr, wo der Pilz in meinem Schlafzimmer herkommt? Der ist auch nicht von ungefähr. Nee. Ist alles für die Füße hier. Für die ungewaschenen, dreckigen, sticke Füße. Was ist das hier eigentlich? Ach, hier kommt später mal eine Treppe hin. I remember. I remember when I was young. Hier muss ich mir auch echt noch überlegen, wie ich das mit den Fenstern mache. Gerade so bei dieser Schräge ist das echt nicht so leicht. Es kribbelt, krabbelt, juckelt überall. Juckelt, genau, es juckelt. Ach, mich juckelt's heute so an der Nase. Babi die Bubi. Gehen Sie mal noch einen hoch. Schauen Sie mal, was Sie hiervon halten. Und wie ist bei Ihnen so die Einstellung momentan? Gut gelaunt? Haben Sie eine positive Einstellung so im Gesamten? Das freut mich. Finde ich gut. Ah! Hallo? Das sammle ich gleich ein.
ist denn mit diesen ganzen vielen Räumen und Gängen und so? Das macht einem echt wahnsinnig. Man weiß immer nicht, wo die herkommen. Blöde AfD-Sitzungen hier. Das lassen sollen mit der Raumvermietung. Das hätte mir eigentlich klar sein können, dass das eine doofe Idee ist. Danke für die Bestätigung. Sehr emotional. Sie sind heute wieder so aufgedreht. So. Ist eine stimmungsvolle Musik so an sich. Aber ich frage mich, so viel Musik ich auch immer wieder hinzufüge und solange diese Playlist auch mittlerweile ist, warum läuft immer die gleiche Musik? Oh, Eisen. Warum schmeiß ich jetzt das Eisen weg? Ist echt immer das Gleiche. Jetzt kommt gleich wieder eine Musik von Siedler. Oh. Nee, Monkey Island. Auch nett. Oh, eine Weile nicht mehr. So, haben wir das hier zu? Dann sind wir hier auch schon im zweiten Stock angelangt. Machen wir heute einfach mal konsequent hier den ersten Stock fertig. Einfach. Soweit. Und dann gucken wir mal. Da haben wir jetzt heute eigentlich dann noch genug zu tun. Ich glaube, das füllt uns dann für diese Aufnahme einfach aus, wenn wir jetzt hier mal gediegen den ersten Stock hier an dieser Stelle fertig machen. Ja. Ich bin weg. Bist du noch da? Nee, ich bin auch weg. Ich geh jetzt. Tschüss, hab keine Lust mehr. Leg mich doch am Arsch. Was ist los jetzt mit dir hier? Was hast du denn? Was hast du denn? Oh, es geht mir alles um den Sack hier. Es ist mir also dunkel. Da sind scheiß Leute unterwegs hier. Da, die hat das Gesicht da hier. Was soll das? Ist nicht gut. Alter, geh halt. Hau halt ab. Verpiss dich doch. Gerade mal eine ganz interessante Theorie. Wenn man schizophren ist, ne? Also nehmen wir jetzt mal so dieses klassische Beispiel, wie es ja jetzt auch nur nahezu jeder kennt, ne? So ein Gollum halt. Wenn man halt so ein Vollblut-Gollum ist. Und, ich schlafe in der Dusche, denn die Dusche ist mein Freund. Wollte ich an dieser Stelle gerade mal betonen. Ich kann jetzt nicht schlafen, es ist Monster in der Nähe. Es ist noch nicht mal Nacht und ich kann schon nicht schlafen, weil Monster in der Nähe sind. Die sind unten drunter, ich weiß es. Die tümmeln sich hier im Erdgeschoss. Die hängen hier an der Decke rum. Die Schwachmaden. So. Geh doch. Spinnenfäden, ne? Oh, nicht dein Ernst. Ja, also du bist so ein Lebensgollum. Einfach, ne? Da ist so eine schizophrene Seite, die ist so ein bisschen böse. Die magst du jetzt auch selber einfach nicht so, diese schizophrene Seite. Die macht dir vielleicht selbst so ein bisschen Angst. Ist dir auch selber so ein bisschen suspekt einfach. Wie sie halt so sind, diese schizophrenen Seiten. Ne? Und jetzt ist egal, was du machst, immer hast du das Gefühl, ist da so eine schizophrene Seite und die ist irgendwo in der Nähe. Na, das ist ja auch so ein bisschen wahnsinnig irgendwann, ne? Gerade wenn du jetzt, nehmen wir mal an, du hast ein Date. Ne? Du fühlst dich gut gelaunt und fröhlich und denkst, na, das kann doch mal was werden hier. Die Kleine, die ist voll sympathisch, das ist eine ganz süße. So ein
so ein richtiges Zuckerschneckchen, ne? Und dann denkst du dir, was aber, wenn jetzt plötzlich meine schizophrene Seite zum Vorschein kommt und mir alles ruiniert? Und dann geht das schon los. Ist noch nicht so richtig angefangen und dann merkst du schon, sie kommt schon näher. Ist schon irgendwie. Sie ist da, sie kommt. Oder doch nicht, oder du weißt es nicht so genau. Und dann. Dann ist das doch quasi. Eine. Schizophrenie-Paranoia. Dass du quasi dich von dir selbst verfolgt fühlst. Gibt's sowas? So eine Schizoparas? Wäre doch mal was.